Hallo und willkommen zurück bei Prey. Ja, in der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass wir gerade ziemlich gefickt werden von der ganzen Leitung dieser Kackfirma, also von Transtar. Wir haben quasi alles und jeden gegen uns. Die Typhon, die Transtar, Vorstand, alles, Militäroperator, die einfach mal nur Kacke sind und uns hier das Leben schwer machen wollen, weil die hier überall rumhängen. Also alles in allem. Läuft bei uns, ne? Können wir das hier wegluhen? Und reparieren? Gut. Ja, das ist gerade alles irgendwie ein bisschen noch mehr anstrengend geworden als vorher schon. Hier ist eine Krankenstation, die auffällig leer ist. Müssen wir Sachen reparieren. Hier können wir Kisten tragen. Hindernis entdeckt. Oh. Bitte räumen Sie die Öffnung Ach, halt frei. die Schnauze. Na. Gut, eins weniger. Also ich kann mich jetzt nicht hier mit jedem von diesen Hirnis so rumstreiten. Die müssen einfach schnell sterben und fertig ist. Mehr Optionen haben wir hier nicht. Ach, aber immerhin hat das Phantom den Militäroperator kaputt gemacht. Das ist eine ziemlich coole Sache, muss ich sagen. Danke, Phantom, dafür deine Leistung im Umgang mit fiesen Dingern. So, und dann müssten wir theoretisch mit dem Aufzug irgendwo hinballern. So, ist hier jetzt noch irgendwas? Kann ich hier irgendwas gebrauchen, mitnehmen? Keine Ahnung. Weiß nicht mal, ob hier jetzt noch gleich irgend so ein wildes Vieh auf mich. Was? Optimierer Telepathie? Ne, das brauche ich sicher nicht. Nicht, dass hier jetzt noch so ein Mimik auf mich zugehüpft kommt. Karen Buckley. Müssen wir ein bisschen Licht hier machen, sonst sehen wir nichts. Okay. Was ist denn das? Die gute Dame wurde wahrscheinlich nicht von. Also nicht direkt von dem Mimik oder sowas getötet, sondern vielleicht von diesem Typhon, der hier so. Ja, von diesem Phantom. Das hier so rumeierte. Was ist denn das? Diese Reployer überall. Ich frage mich, was die Reployen. Was das überhaupt in dem Kontext bedeutet. So, dann gehen wir mal hier durch zurück. Wartet uns jetzt hier irgendwas Spannendes? Scheinbar nicht. Reparieren, verstärken, reparieren, verstärken. Was? Lobby, gehen wir mal in die Lobby. Mal sehen, was uns da erwartet. Ich habe eine ungute Vermutung da ja nach wie vor. Die Talos 1 macht den Weltwundern Konkurrenz und ist ein Spiegelbild von Transtars finanzieller Stärke und technologischer Innovationskraft. Ja, und von deren hinterlistiger Scheißarbeitsweise, ihr Schweine. Irgendwas blockiert ja den Aufzug. Und da wir ja in die Shuttle-Abteilung müssen, da war ich auch, da waren wir noch gar nicht, oder? Ich weiß es nicht mehr, nach jetzt 40 Episoden oder so. Ist das einfach raus? Hier ist bestimmt irgend sowas Großes, so ein Technopath oder irgend sowas. Ja, da würde da wenigstens geile Musik im Hintergrund laufen. Irgend sowas wirklich so Techno-mäßiges, so ein bisschen Upraven wären bei den Umnieten. Ja. Danke. Dieser Typhon ist unbekannt. Soweit ich das erkennen kann,
ist er für das Problem mit dem Aufzug verantwortlich. Das von Ihnen in der Psychotronik freigelassene Phantom hatte ähnliche Störfähigkeiten. Dieses hier scheint aber stärker zu sein. Ein Scan wäre aufschlussreich. Morgan, ich habe die Ankündigung gehört. Nein, nein, ich gebe Sie nicht auf. Sie waren für mich da und ich bin für Sie da. Wenn Sie so nett wären, hätte ich einen Vorschlag, der uns ohne weiteres Blutvergießen von der Talos 1 wegbringt. Tun Sie Dahl einfach nichts an, bevor wir ihn persönlich sprechen können. Hä? Alter, was ist denn jetzt hier los? Ach, Kackscheiß. So. Gute Arbeit. Der Aufzug reagiert wieder. Dieser Typhon hat sich der Hardware und selbst der Systemsoftware bemächtigt. Bis zum Maschinencode. Und zwischendurch hat er sie noch umprogrammiert. Faszinierend. Oh, Schnauze, January. Und erschreckend. Ach! Ich kann den Code patchen. Sollte kein Problem sein. Nehmen Sie den Aufzug, wenn Sie schnell die Hauptdecks der Talos 1 erreichen wollen. Es gibt einen Stopp in der Lobby und der Lebenserhaltung. Dagegen hat kein Interesse, irgendetwas Danke. Zu retten. Danke, das hätte ich gerne gehört, Arschloch. An Bord dieser Station. Sie alle sind eine Belastung für die Firma geworden. Dahl, ich weiß, dass Sie mich hören können. Ich weiß nicht, was der Vorstand Ihnen gesagt hat, aber Sie sind dem nicht gewachsen. Rufen Sie Ihre Operator zurück. Oder helfen Sie uns wenigstens, die Typhon zurückzudrängen. Wir sind kurz vor dem. Was? Ihr Bruder mag Mikrofone, Scheinwerfer. Er kann nicht widerstehen. Er steht gern im Rampenlicht, obwohl er sich versteckt. Und Sie laufen herum wie eine nervöse Ratte. Oh, Walter. Ich höre Sie, wie Sie an den Kabeln knabbern und in die Ecken scheißen. Versuchen Sie, Ihr Chaos zu retten. Oder sich aus dem Staub zu machen. Ich bin auf alles vorbereitet. Aber das ist wahrhaftig ein Meisterwerk. Sie können stolz sein. Hören wir uns mal kurz an. Matthew, ich habe eine, hypothetische Frage. Manny, seien Sie ehrlich mit mir. Ich habe gesehen, wie Sie mir in den Transtar-Uniformen auf den Hintern geschielt haben. Wenn Sie ein Date mit mir haben wollen... Nein, das ist es nicht. Das ist ernst. Ernst und hypothetisch? Verdammt, ich bin ganz Ohr. Angenommen, Sie würden was entdecken. Was unglaublich Hinterhältiges. Lebensbedrohliches. Etwas, das alle wissen sollten. Ich weiß nicht, eine E-Mail schicken? Die Sicherheitsleute rufen? Aber es muss anonym sein. Bitte, Manny, was haben Sie getan? Ich habe nichts getan. Noch nicht. Okay, rein hypothetisch würde ich meinen nackten Arsch raus auf diese schwebende Werbetafel projizieren und ihn wie eine Neonreklame leuchten lassen. Keine schlechte Idee. Danke, Matthew. Und nur fürs Protokoll. Ihr Hintern hängt. Ist doch egal. Okay, bevor wir jetzt hier weitergehen, machen wir erstmal einen Quick Save und dann ab in die Shuttle-Rampe. Wenn wir da hinkommen, jetzt ohne weiteres. Ging das nicht von hier aus direkt? Map, ja. Stationskarte. Shuttle Dock. Lobby? Ah, wir sind gar nicht in der Lobby. Ach, scheiße, das ist die Lobby. Ach, Shuttle. Oh, nee, kack. Oh, Mist. Ob das schlau war? Ich denke, hier wird viel los sein. Ihr glaubt nicht ernsthaft, dass ich mir das antue, oder? Dr. Yu? Morgen? Oh Gott. Ich wollte hier Vorräte suchen. Ich habe mir beim Stromausfall den Arm gebrochen. Jetzt sitze ich fest. Aliens vor der Tür. Könnte hier wirklich Hilfe brauchen. Kann mich das Ding hier angreifen?
Gut, also... Das, ich gehe jetzt hier nicht raus, das ist ja total bekloppt. Guten Abend, Talos. Ah, ja. Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie freiwillige Überstunden gemäß unserer Firmenpolitik dem Stationspsychologen zu melden haben. Die Projekte an Bord mögen spannend sein, aber selbst der brillanteste Kopf braucht einmal Ruhe. Ab. Die Zeit ist abgelaufen. Hä? Kann ich nicht mal speichern. Oh, hau ab! Renn! Renn! Du Lappen, ey. Unglaublich, da rennt der nie, dieser Idiot. Nu. Ey, es ist so sinnlos. Wäre hier nicht mein Büro? Wo ist mein Büro gelandet? Hä? Fick dich! Ah, fuck! Alter. Ja, ja, nicht klar. Das ist auch nur ein bisschen nervig, ne? Na, January, du weißt schon alles. Ich frage mich manchmal, ob Dahl schlimmer ist als die Typhon. Keine Ihr Ahnung. Büro ist relativ sicher. Ja, ich Kommen schon. Sie zurück, wenn Sie sich ausruhen oder den Fabrikator benutzen möchten. Ja, das scheint keine schlechte Idee zu sein. Wir kommen hier nicht so gut voran, wie ich mir das vorgestellt habe. Vor allem mit diesem verkackten Albtraum, ey. Der dann auch nicht wegging. Das ist zum Kotzen. 3. Nee, das bringt nichts. So, Kollege, was willst denn du jetzt Morgen, eigentlich von mir? Morgen, Dr. Yu. Schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Ja, bitte. Ich dachte schon, ich würde es nicht schaffen. Aber ich hatte Glück. Ich hoffe, das ist in Ordnung, aber ich habe Ihren Fabrikator benutzt. Ich konnte die Materialien sammeln, um mehrere Nachfüllkanister für Ihre Glukanone herzustellen. Hey. Außerdem glaube ich, dass ich mit diesem Kit die Effizienz der Flüssigkeitsaufnahme ohne Einschränkung der Waffeneffektivität erhöhen kann. Bitte. Ja, danke, ne? Ich weiß zwar jetzt nicht, was ich damit machen soll, aber ja. Das ist nämlich relativ sinnlos. Ding ist auf Max. Reichweite, ja, okay. Wir müssen jetzt hier ein bisschen aufräumen. Und ich habe echt langsam zu wenig Ressourcen für diverse Spielereien.
Scanne Ziel Teufelmaterial nicht eindeutig identifizierbar. Kalibrierung angefordert. Alter. Oh, Morgen. Fuck. Ich hab kein, Zeitdings Meine gesehen. Meine Lunge versagt. Bitte warnen Sie die Erde vor den Aliens. Vor den Volontären. Ja, toll. Die Erde muss wissen, muss aufhören. Mein Vater. Also das frustriert mich jetzt ein bisschen, dass wir das nie geschafft haben. Oh, Genio, halt das mit fressen. Michaela tut mir leid. Oh. Ich habe mich gefragt, wie sie wohl reagieren würden. Das bestätigt meine Überlegung. Die Neuromod-Extraktion hinterlässt keine früheren Erinnerungen. Nicht einmal besonders intensive. Entweder das, oder sie sind entschlossen, Ablenkungen zu ignorieren. Nee, ich hab's einfach verdallt, weil hier kein Timer war. Spiel. Mann, ey. Kacke ist das. Hab ich jetzt eigentlich schon alle Weber gescannt? Tropfen hier. Wenn hier hängt ja einer von diesen Pennern rum. Achso, den kann ich jetzt einfach. Den kann ich einfach kaputt machen. Dann machen wir es auch. Tschüssi! Na, immerhin ging er schnell. Ging er schnell tot. Oh, was ist denn? Morgen. Ich habe darüber nachgedacht, was Sie getan haben. Was sie tun. Kann ich es ausstellen? Wir müssen alle unserem Wesen folgen. Egal, was Psychologen und Priester auch sagen. Und ihr Wesen, da hatte ich schon immer recht. Sie sind wie eine Ratte. Erfinderisch, gerissen. Aber ihr Geist ist verseucht. Diese Station ist ihr Labor. Das Experiment war ein Fehlschlag. Und natürlich wissen sie, was mit Ratten passiert, wenn sie nicht länger gebraucht werden. Okay, Walter, du denkst ernsthaft, dass ich hier... Das ist so eine Macke, du Sack, Alter. Jetzt gibt's aufs Maul. Müssen mal gucken, wie ich... Ich hab da so eine Idee. Hier war ich noch nie. Das wird jetzt echt spannend. Ich kenne hier gar nichts. Ich kenne hier wirklich nichts. Uiuiuiui. Kann also sein, dass wir jetzt komplett in die Falle rennen. Also in eine brutalste Falle. Und am Ende steht wieder ein Albtraum vor uns oder so. Naja, klar, warum auch nicht, ne? Einfach mal haben. Spiel. Was sind hier unten? 30 Meter irgendwas drunter. Also hier müssen wir echt vorsichtig entlang. Beantrage den neuen Operator. Was? Kann er sich die Teile drucken? MCN9 Blackbox Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Hindernis entdeckt. Bitte räumen Sie die Öffnung frei. H-
Hindernis entdeckt. Bitte räumen Sie die Öffnung frei. Beantragen neuen Operator. Ernsthaft, das kann der? NCN9 Blackbox Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Frage ist, wo war das? Okay. Huiuiuiuiui. Jetzt zum Escape Pod. Kackteil. Ich muss sagen, jetzt wird es gerade mal wieder seit einer Weile mal wieder spannend. Weil ich mal wieder alles Neues. Uiuiui. Das wird wirklich mal wieder spannend seit einer ganzen Weile. Aber wir sind eigentlich fast ein wenig über der Zeit. Noch so eine Art Shuttle-Rampe. Beziehungsweise Escape-Pod. Oh. Hallo? Oh. Kann uns jemand? Ich bin mit Emanuela de Silva in einer Fluchtkapsel. Wir stecken in der Startröhre fest. Die Luke an der Außenseite sollte bei der Einleitung des Starts der Kapsel abgesprengt werden. Aber die Bolzen hatten eine Fehlfunktion. Ich habe auch eine Fehlfunktion, helfen? Mann. Sie müssen rausgehen, um die Luke von außen zu entfernen. Ich verlange viel, aber ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Abwarten und verhungern wahrscheinlich. Nee. Hinter der Abdeckung ist ein Überbrückungsschalter, um einen Kapselstart zu erzwingen. Aber drücken Sie den nicht, bis die äußere Luke geöffnet ist. Sonst werden wir in Stücke gerissen. Ob wir denen noch helfen? Naja. So, wir sind jetzt erstmal hier. Aber konnte man dieses Fluchtkapseldock nicht auch auf anderem Weg erreichen? Hören wir uns das noch schnell an. Chief, Rose hier. Ich habe Raum 1 durchsucht. Nichts. Wie verlässlich ist Ihre Quelle? Verlässlich. Durchsuchen Sie den Bereich nochmal. Der Schmuggler will die Schmugglerware angeblich beim nächsten Zyklus von Bord schaffen. Wenn Sie mir einen dieser schicken Helme aus der Psychotronik besorgen könnten, würde das die Dinge beschleunigen. Nicht lustig. Tut mir leid. Durchsuchen Sie den Bereich nochmal und erstatten Sie Bericht. Alisa, Ende. Mhm. Wieder irgendein Chipsatz. Da müsste man sich wahrscheinlich verwandeln und reinhüpfen. Mhm. Bruce Springer. Hat irgendwer? Na gut, dann schließen wir es kurz hier ein und weiter geht's dann hier unten in der nächsten Episode und dann schauen wir mal, ob wir direkt zu Walter kommen. Und dann spielen wir, wo ist Walter? Und dann spielen wir als nächstes, das war Walter. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Folge Prey. Ich sage bye bye. Bis dahin.